Ja, Marie, du musstest gerade auch schon vorsichtig husten. Die Zahl der Atemwegserkrankungen in Deutschland ist aber leicht zurückgegangen. Das Robert-Koch-Institut führt dies auf sinkende Krankheitszahlen bei Kindern bis zu 14 Jahren zurück. Das Niveau sei jedoch weiterhin überdurchschnittlich hoch und liege über dem Vorjahr zum Höhepunkt der schweren Grippewelle. Rund 2,3 Millionen Menschen haben dem Bericht zufolge in der vergangenen Woche einen Arzt wegen einer akuten Atemwegserkrankung aufgesucht. Die meisten wegen des Grippevirus, gefolgt aber direkt vom RS-Virus. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.